Also erste Runde hier in diesem Kampf zwischen Tupadadon rechts und Thorsten Legert. Er wirkt unglaublich hibbelig, unheimlich aufgedreht. Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig der Kopf beim Boxen ist. Ja. Und wie cool bleibt Tupadadon und wartet er auf seine Chance, wenn er den Konter setzen kann. Mir wirkt das zu wild teilweise bei Legert. Viel zu wild. Legert macht die Augen zu, sobald Tupadadon nur andeutet, geht die Augen zu. Und da liegt natürlich die Chance drin, dass er sich da wirklich verspannt, weil zu viel Druck macht. Also von der Seite her, so eine Gegner, die halt gerne hier boxt, weil du dann genau weißt, die brechen ein. Aber das ist natürlich jetzt Tupadadon. Ja, da muss er jetzt gucken, dass er auch mal schlägt, dass er sich traut, die Führungshand mal reinzuwuchten, wie wir vorhin hatten. Es wirkt schon so, dass Tupadadon Respekt hat, dass er sich nicht nach vorne sehr traut, vor den Kontern Respekt sehr, hat. Sehr gut. Aber jetzt geht's los. Ja, die Rechte kommt durch. Und jetzt muss er aufpassen. Der Ring ist jetzt dazwischen. Oh, das war Schlagwirkung, ne? Das war ein Schwinger drin. Ja, das war Schlagwirkung. Three, jetzt wird er angezählt. Four, five, six, jetzt wird er wahrscheinlich jeden Wien begeistern. Okay. Ja. Und jetzt rechnen wir mit einem wirklich wilden Stier. Der ist nicht mehr einzufangen. Jetzt will er nachsetzen. Wird noch mal kurz zurückgehalten. Also jetzt will er nachsetzen. Jetzt weiß er, der Gegner ist leicht angeschlagen. Wie angeschlagen ist Tupadadon? Legert geht nach. Tupadadon muss dagegenhalten. Das ist jetzt ganz entscheidend. Legert, ist der tief im Blick? Aber ich glaube, Tupadadon hat sich wieder einigermaßen gefangen. Und Legert läuft jetzt wieder Gefahr, in einen Konter zu laufen. Aber Axel hat es mehrfach angesprochen, er muss was machen. Da kommt ja nicht der Schlag, wo man sagt, man riskiert jetzt irgendwann mal was. Von der Seite der Fuß unten, ja, der muss unten bleiben. Also bei Tupa ist da mehr der Respekt da schon. Achtung, Tiefschlag. Wir könnten locker ausboxen. Runde 4 hier in diesem Kampf. Legert ist vorn. Überhaupt keine Frage. Tupadadon einmal angezählt. Er lässt die Schläge auch mal aus, aber er muss auch schlagen. Das Ding, Boxen besteht ja auch aus Schlagen. Da muss er auch mal treffen wollen. Dann, wenn Legert vielleicht die Hände fallen lässt, dann oben mit der Geraden. Ja, die war drinnen. Er sieht sie ja. Dadurch, dass Thorsten eben halt sehr angespannt ist, keine Kraft rüberbringen kann. Man sieht die Schläge und Tupa weicht ja auch gut aus und muss dann den Konter setzen. Runde 5. Guck mal, er macht es sehr gut und dann fehlt der Konter, weil noch nicht da ist, das Gefühl dafür, selbst dann zu treffen. Er sieht die ja alle. Guck mal, jetzt muss er reinstecken. Ja, in dem Moment, wo der Schläger vorbei ist, ne, dann hinterher gehen. Ja, und nur mit einer Hand, so wie jetzt. Ja, aber nochmal, das ist so leicht gesprochen und der Axel weiß halt, wie es geht, klar. Der hat viele Schlachten geschlagen. Aber das nochmal, das sind eben keine Profis hier. Und man hat natürlich Respekt, gerade wenn Tupa sich da schon mal ein so ein Ding gefangen hat. Klopfzeichen für die letzten 10 Sekunden. Also Knockout wird es hier nicht mehr geben. Und dann müsste Thorsten Legert hier vorne sein. Also jetzt bin ich wirklich mal gespannt. All three judges agree, the winner by unanimous decision. Thorsten Punch from the Pad Legger.